Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Stranded Deep. Ja, an der Stelle gleich mal die Informationen zu den kommenden Livestreams. Moment, ich muss mal gerade mal gucken, wie sieht's aus mit meinen... Ah ja, genau, ich wollte ja zur Insel zurückfahren, das machen wir jetzt auch direkt. Das war... Welche war's? Diese, genau. Alles cool, ich weiß Bescheid. Genau, die Informationen zu den kommenden Livestreams. Also diese Woche bin ich wieder bei Harald Fränkel auf seinem Twitch-Kanal vertreten. Und zwar werde ich am heutigen Mittwochabend CSGO mit der Crew und mit Mone, also mit der Frau von Harald, spielen. Moment, jetzt muss ich auf den Plan gucken. Am folgenden Donnerstag, also am jetzigen Donnerstag, diese Woche, ja, ich rede jetzt von dieser Woche, also am Tag darauf quasi, also der Tag nach Mittwoch, also der Donnerstag, da werde ich spielen GTA Online und wir werden Heist-Missionen spielen, auch mit der Crew, also ich weiß nicht, Rocktox ist glaube ich dabei, der Doc, ich selbst und noch jemand, ich habe gerade vergessen, wer da noch dabei ist. Es tut mir leid, ich glaube, war das Erik? Nein, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Es steht leider auch nicht im Plan drin, deshalb kann ich das gerade nicht genau sagen. Genau, und am Freitagabend, 20 Uhr, spiele ich mit Erik wieder The Forest weiter. Und das ist eigentlich so mein persönliches Highlight, weil das war so schweinelustig letztes Mal. Das war echt genial. Da freue ich mich riesig drauf. Wer wackelt mir denn hier schon wieder mein Boot an, ey? Das gibt's doch nicht. Nein, geht weg. Wer auch immer ihr seid oder wer auch immer du bist. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt so ein bisschen notiert, weil es wäre echt cool, wenn da mal ein paar von euch auftauchen würden bei den Livestreams. Also, letztes Mal bei Forest, da waren tatsächlich zwei Zuschauer da, die ich auch selber persönlich kenne. Die haben reingeschaut. Und zwar die Manu und der Loki. Die grüße ich an der Stelle nochmal. Und ja. Und der Draups auch. Der war auch da. Also drei Zuschauer sogar schon. Und da gibt es bestimmt dann auch noch eine Dunkelziffer, könnte ich mir denken. Von Leuten, die vielleicht nicht schreiben konnten, weil sie keinen Twitch-Account haben, aber trotzdem zugeschaut haben. Die grüße ich natürlich auch. Es ist immer super, wenn Leute von YouTube, also von meinen YouTube-Zuschauern, da bei diesen Livestreams mal reinschauen. Ja, und da habe ich ja diese Woche wieder volles Programm, ne? Also am Mittwoch Counter-Strike, 20 Uhr... Donnerstag 20 Uhr GTA Online, Freitag 20 Uhr The Forest, das ist ja krass. Ich mache ja nichts anderes mehr außer Livestreams hier. Das ist der Wahnsinn. Muss ich mal sagen, also ich bin da echt ein bisschen stolz auf mich. Ich hoffe, das klappt auch alles so, weil bei mir ist halt leider immer so die Sache mit Livestreams und mit Planen oder Vorausplanen, es kann immer sein, dass ich zum Beispiel, weil ich ja Freiberufler bin, zum Beispiel, sagen wir mal, am Mittwochnachmittag einen Anruf bekomme, wo mir dann gesagt wird, du musst dies und das bis Donnerstag morgen fertigstellen. Also bis Donnerstag früh. So, und dann habe ich natürlich keine andere Wahl. Da muss ich dann sagen, okay, dann kann ich Counter-Strike zum Beispiel, jetzt ist ein Beispiel, nicht mitspielen, weil ich dann in der Zeit eben die Sachen fertig kriegen muss. Das Risiko besteht leider immer bei mir. Das ist so ein bisschen... wie sagt man, ja, der Nachteil eines Freiberufler-Daseins. Viele Leute denken ja immer, das hat alles nur Vorteile, man kann sich irgendwie aussuchen, wann man arbeitet und man arbeitet nur das, was man wirklich will. Aber ganz ehrlich, so ist es nicht. Es ist überhaupt nicht so. Es ist das ganze Gegenteil. Man muss das nehmen, was man kriegt. Und man darf nicht zu kompliziert sein, also man darf sich nicht zu dievenhaft verhalten, sag ich mal. Auch wenn einem viele Sachen vielleicht erstmal nicht gefallen und man kann bei weitem nicht das machen, was man möchte in dem Job dann. Man muss dann schon das machen, was der Kunde will. Fahre ich hier schon wieder zur falschen Insel oder was ist hier los? Ich hoffe, das ist meine Insel da vorne. Nee, man muss halt echt das machen, was der Kunde will und man muss vor allem schnell sein.
Das ist halt, das sind halt so Dinge, es gibt halt viele Missverständnisse, so was Freiberufler angeht, weil das Wort frei in dem Wort Freiberufler suggeriert immer so ein bisschen, dass man total frei in allem wäre, was man tut, aber das stimmt gar nicht, das ist Quatsch. Und mit der Erwartungshaltung sollte man an so eine Existenz auch nicht herangehen. Da kann ich nur jeden vorwarnen. Ich werde schon wieder verfolgt. Ich habe schon wieder Haie um mich rum. Und das ist nicht meine Insel. Oder? Doch. Gut. Alles klar. Saast. Irgendwie habe ich gerade, ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade meine eigenen Orientierungsfähigkeiten wieder misstraut. Zu Recht. Weil wir ja alle wissen, einmal zu leicht noch gedreht, nachdem man ins Boot reinspringt und schon ist alles wieder dahin. Jetzt ist kein Hai hinter mir. Naja, gut. Das ist eben immer so eine Sache mit den Haien. Wie sieht's aus mit Essen? Oh, geht alles noch. Geht alles noch. Geht alles noch. So. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Flup, bup, bup. Und flup, 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 flup. So. So. Hammer. Nein, das ist der falsche. Diesen hier brauchen wir, ne? Ja, genau. Und wir bauen wieder Wände. Jetzt habe ich sogar noch einen doppelten Lapsus gebaut. Jetzt habe ich nicht nur wieder das ganze Zeug hier unten hingeschmissen. Jetzt habe ich es auch noch direkt vor die Tür geworfen. Sodass ich hier nicht mehr rauskomme. Okay, aber egal. Wir bauen Window Wall. So, und ich würde sagen, wenn ich das ganze Zeug da verbaut habe, dann könnte ich ja mal wieder so eine kleine Tour machen. So eine kleine Bootstour. Und ich glaube, da frage ich euch gar nicht erst. Das mache ich einfach. Das mache ich einfach. Einfach so. Weil mir gerade danach ist. Mir ist irgendwie gerade nach rumfahren und Sachen entdecken. Hab irgendwie Lust drauf. Weil dieses Bauen irgendwann, dieses Bauen und Ressourcen holen, das wird irgendwann eintönig so. Irgendwann wird das langweilig, oder? Irgendwann will man dann auch mal was anderes machen. Ach, guckt mal, hier muss ich ja noch Foundations reinsetzen. Windowed Walls, meine ich. Also bei diesen ganzen Fenstern in dem Haus, da zieht's doch irgendwann. Also es muss doch da echt ziehen wie Hechtsuppe. Also, das muss es eigentlich sowieso, weil diese Strohwände, ich meine, da kann man ja sogar durchgucken. So richtig schützen tut einen das ja nicht. Kann ich hier, ja. Okay. Aber der Turm, der wird langsam, ne? Also, das ist echt, echt sehr schön anzusehen. Wie der so langsam, aber sicher fertig wird. So. Ach, ist das schön. Das ist so schön. Wir haben zwar noch ziemlich viele Etagen über uns, die auch noch gemacht werden müssen. Aber trotzdem, so langsam wird das echt richtig cool. Und ich habe kein Holz mehr, ne? Verdammt! Jetzt schon? Aber die Sonne geht auf. Können wir mal kurz einen Blick hochwerfen. Ja. Also wenn wir da angekommen sind, haben wir schon mehr als die Hälfte geschafft. Da, auf der Etage. Wisst ihr was? Ich würde sagen, ich mache das jetzt doch nochmal. Ich ziehe das jetzt weiter durch. Ich werde jetzt nochmal zu der anderen Insel fahren. Ach scheiße, jetzt ist es neblig. Ach Mann, warum denn? Warum muss das denn jetzt neblig sein? Ich hätte jetzt nämlich gesagt, ich fahre jetzt einfach zu der anderen Insel und hol nochmal Holz. Also, um weiterzubauen. Schade eigentlich. Wenn es neblig ist, kann man irgendwie so gut wie nichts machen. Ich hole jetzt einfach ein paar Sardinen aus dem Wasser. Das ist das Einzige, was ich bei Nebel machen kann. Alles andere hat keinen Sinn. Ah, und ich krieg's natürlich nicht hin. Halt doch mal still, du Fisch. Halt doch mal still. Oh Mann.
gibt's nicht. Gibt's nicht. Stillhalten. Jawohl. Achtung, Achtung, Achtung. Jawohl. So. Zwei in der Büchse. Bereit zu verschwinden. Denn wir sind Fix und die sind Foxy. Stehen bleiben. Nicht weiter schwimmen. Jawohl. Jetzt muss ich aufpassen, dass mich hier nicht... Hier ist nämlich so eine Sandbank, wo die Haie auch mal gerne drauf schwimmen. Und wenn ich hier wieder an solchen Fässern hängen bleibe, ja, da wollte er nämlich gerade schon wieder rumbacken hier. Das ist immer sehr nervig, wenn das passiert. Aber hier sind ordentlich viele Fischis unterwegs. Das gefällt mir. Ich bleib mal lieber ein bisschen in Ufernähe. Ja, das ist echt brutal. Ein Biss von diesen Haien jetzt und die machen direkt viel Schaden, ne? Also die machen, ziehen einen direkt extrem viel Leben ab. Man darf sich echt nicht mehr von den Haien beißen lassen. Das führt ins Verderben. Jetzt bleib doch mal stehen. Lass dich doch fangen. Verdammte Sardine. Lass dich fangen. Wie sie mich verarschen will hier. So nicht. Komm schon. Komm schon. Ey, das ist aber auch... Weiß nicht, irgendwie... Flutschen sie mir gerade durch die Finger hier. Jetzt. Sehr gut. Komm. Komm, halt, 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 halt. Ach man. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie sieht's aus? Ja, nicht mal zwei Stacks. Nicht mal zwei Stacks. Das geht noch. Da geht noch was. Da geht noch was. Und der Nebel ist ja auch noch. Solange der Nebel noch ist, kann ich eh nichts anderes machen. Außer jagen. Ja, machen wir das jetzt. Dann jagen wir jetzt ein paar Fischis. Wie sieht's aus mit... Ey, die kann ich mir gleich wieder reindrücken, ne? Die kann ich direkt essen. Om nom 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 nom. Eigentlich müsste ich ja da sagen, weil so roher Fisch, ich glaube, den schlürft man dann doch eher. Ha! Ah, okay, ich habe mich hochgefressen. Halt! Bleiben Sie stehen! Halt, halt, halt! Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Jawohl. Es geht irgendwie besser, wenn die weiter wegschwimmen. Die Fische. Wenn die so nah dran sind. Ah, ein Hai. Okay, dann ziehen wir uns mal wieder ein bisschen zurück. Die nehme ich noch mit. Wenn die so nah dran sind, dann ist das irgendwie schwerer. Herrgott, nochmal. Diese Sardine will mich rauslocken. Zu dem Hai. Jetzt bleib doch mal. Ey, das gibt es nicht. Hallo? Hallo? Jetzt lass dich doch fangen. Lass dich doch einfach fangen. Manu. Blödes Vieh. Was ist denn jetzt noch los? Jetzt? Habe ich da gerade einen Hai lang schwimmen sehen? Nee, ne? Mir war so, als wenn ich für einen Frame kurz da einen Hai gesehen hätte. Hier an der Stelle. Habe ich mir das eingebildet? Man weiß es nicht. Manche Sachen... Also ich weiß nicht, manchmal habe ich echt das Gefühl, mir spielt hier mein Kopf einen Streich. Drei. Okay, eine Sardine möchte ich dann jetzt doch noch fangen. Damit ich wenigstens jetzt einen Stack voll habe. Und dann fahren wir mal los. Dann kann ich ja nochmal gucken auf den Motor vom Boot, vom Bootsmotor, wie viel Sprit da jetzt eigentlich noch drin ist und ob ich damit zur Insel und wieder zurückkomme. So. Wasser trinken. Der Eimer hat sich übrigens nicht nochmal aufgefüllt. Der ist noch genauso leer wie vorher. Das heißt, ich fülle jetzt einfach mal... Halt! Ich fülle die Wasserflasche jetzt da nochmal auf. Diese Wasserflasche rollt immer weg. Vielleicht sollte ich sie mal nicht an den Hang legen. So. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wie sieht's denn jetzt hier aus mit der Tankfüllung?
Gucken wir mal, gucken wir mal. Das ist mir zu wenig. Also wenn, dann will ich schon mit einer vollen Tankfüllung dahin fahren. Und nicht mit so einer angelutschten. Das muss nicht sein. Nee, dann ruder ich wieder. Die Fische legen wir mal ab. Die legen wir mal hier hin. Den Kompass brauche ich an sich auch nicht, weil ich ja jetzt auf der Insel schon eine Markierung gelegt habe. Eine Axt habe ich da gelassen, ne? Die habe ich doch da gelassen. Habe ich die da gelassen? Ich glaube schon. Und selbst wenn, da ist genug Holz, da kann man sich dann zur Not noch was bauen. Okay. Diese da war's. Dann würde ich sagen, fahre ich da jetzt nochmal hin. Dann holen wir noch eine Fuhre an Zeug hier rüber. Und dann... Ja, dann spätestens dann kann ich ja mal meine Tour in Angriff nehmen, meine längere. Und das machen wir alles dann in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, Stranded Deep. Bis dann, ciao, ciao.